herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Urlaub auf dem Bauernhof. Ja, ich stehe hier noch beim Van Burgen, seinem alten Hof rum. Aber ich hatte mir ja, bevor ich für den letztes Mal die Sachen weggefahren habe, hatte ich mir ja das Schneidwerk geliehen. Das Mähwerk. Mähwerk heißt es, glaube ich. Damit fahren wir jetzt mal zum Hof. Irgendwie hat mein Trecker, glaube ich, ein bisschen zu wenig Gewicht auf der Vorderachse, aber wird schon gehen. Ich habe auch gelesen von Blackbeast unter einer der letzten Folgen, dass eine neue Map-Version rauskommen soll. Wenn ihr da genauere Informationen habt, dann wäre es schön, wenn ihr mir da vielleicht noch was drunter schreibt, weil wir finden im Moment keine Info, wann genau die neue Map rauskommen soll. Ich werde jetzt natürlich gucken, dass ich erstmal weniger mit den Tieren irgendwas mache. Ich werde wahrscheinlich nur gelegentlich mal ausreiten. Füttern kann ich sie nicht. Ja, muss man mal gucken. Aber ich wollte ja sowieso oben noch ein bisschen Forstwirtschaft betreiben. Und vielleicht mähe ich gerade mal das Gras dann auf meiner Wiese. Na, warte mal, ich muss mal gerade ins Grundbuch reingucken. Habe ich vielleicht auch ein Feld? Nee. Aber ich könnte hier unten eins anlegen. Ich könnte hier unten ein Feld anlegen und oben mal ein paar Bäume fällen. Brauche ich aber erst noch einen Pflug. Ich werde, glaube ich, erstmal das Gras ernten. Einmal Heu machen. Und dann hier. Nicht in den Teich. So. Also die Tür ist offen. Das mache ich, glaube ich, mal zu, weil sonst kommt mir das ganze Graszeug hier rein. Darauf habe ich keine Lust. Ja, wird ein bisschen ungerades Feld, aber das ist eigentlich egal. Jetzt mähen wir hier mal entlang. Oh Gott. Mein Schreier hat Probleme. Jetzt aber schnell hier bergab. So, jetzt hat sie leider auch noch nicht rumgesprochen, dass ich eine Ferienvermietung habe. Mal gucken, vielleicht kommt ja doch demnächst mal jemand noch. Das bucht hier einen Urlaub. Das wäre mal schön, dann könnte ich ein bisschen Geld verdienen. Nebengewerbe. Oh, ich glaube, ich muss quer fahren, ey. Der Steier, der kommt hier einfach nicht in den Berg hoch. Warte mal, ich muss mal gerade den Händler anrufen.
mal gucken hier. Was ist mein Telefon los? Komm schon. Hab ich gern gewusst, ob der hier vielleicht noch ein Moto-Upgrade hat für den kleinen Steier, aber ich glaube mal eher nicht. Gar nicht, weshalb mein. Habe ich hier gerade keinen Empfang oder so? Ich weiß nicht. Wenn ich den Schwung hier mitnehme, dann geht es sogar relativ gut. Das ist eine gute Idee. Wir nehmen einfach den Schwung von der Bergtalfahrt mit. Bergtalfahrt. Mhm. Muss nachher auch noch den ganzen Schmu hier zusammenschwaden. Der Steier ist halt einfach schon zu alt. Ich bräuchte mal einen neuen Traktor, aber von welchem Geld soll ich mir denn den leisten? Vor allem, weil das mit der Pferdezucht ja auch nicht wirklich hinhaut. Habe ich ja gar keine Einnahmequelle im Moment. Klar, wenn ich dann mal anfange mit dem Holz, ich denke, dann könnte ein bisschen was reinkommen. Ich habe ja schon ein bisschen Angst, dass hier der Steier hops geht. So wie der hier rumblatt. Scheint leicht überfordert zu sein. Jemand zum Schieben. Bergab ist so richtig flott, aber das bringt mir ja nichts. Wieder im
Das will nicht. Naja, muss ich nachher mal bei ihm vorbeifahren. Hoffen, dass er da ist. Och, komm schon. Genügend Schwung, dass er ordentlich wenden kann. Aber ich könnte ja tatsächlich ein kleines Fältchen anlegen, denke ich. Könnte ich da vielleicht irgendwas ansäen und so ein bisschen Geld verdienen. Mal erkundigen, was so ein Pflug kostet. Muss ja nicht groß sein. Einzigste, was ich im Moment habe, durch das, dass keine Besucher da sind, ist Zeit. Jetzt läuft die ganze Geschichte hier mal richtig flott. Ich habe ja zum Glück beim Gumbitsch gelernt, wie das ganze Zeug hier vonstatten geht. Das ist ein Vorteil gewesen. Da zumindest das gelernt habe. Rückwärts-Action. Dann bin ich auch schon fertig mit der Zeit. Gleich Abendessen. Geht das jetzt nicht hoch? So. Kriege ich dem das wieder nach Hause? Ich weiß zwar gar nicht mehr, wo der wohnt. Oh. Vielleicht
Vielleicht finde ich ja, treffe ich einen Händler auf dem Weg. Ich den gleich mal was noch, wenn ich ihn treffe, was so ein Flug kostet. Oh. Hm, hier ist er nicht. Weit und breit niemand zu sehen. So, warte mal, ich muss mal gerade auf die Karte gucken. Ich weiß nämlich gar nicht, wo ich hin muss. Ich glaube, ich fahre total falsch. Bin das ich? Nein, das bin ich. Ich bin total falsch. Eieiei. Ja, das Feld ist zum Glück schon abgeändert. Gut, liebe Leute, ich bring mal den, das Mähwerk hier weg. Und... ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like oder einen Kommentar da. Ich hoffe, dass morgen mein Telefon auch wieder funktioniert. Mal gucken, was die Anbieter da bis morgen hinkriegen. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss.